So, und da bin ich auch schon wieder. Hallöchen. Die 5 Minuten haben gerade so gereicht, um alle Fenster zuzumachen. Und so, also nicht ganz zuzumachen, das hier ist jetzt noch so ein bisschen auf Kipp. Es regnet gar nicht so doll, aber es donnert ganz ordentlich. Ja, aber man merkt auf jeden Fall, von draußen kommt jetzt kühle Luft rein. Es ist auch direkt hier oben auch kühler geworden. Wir sind jetzt unter... Nee. Sind leider nicht unter 27 Grad. Okay. Jetzt regnet's Döller. Kleinen Moment. ich kann das nochmal gerade, erstmal in den Südwestflügel und zurück, ja. Also was jetzt gerade passiert ist, ich habe hier oben, das hier ist halt ein Giebelzimmer. Vor mir ist eine Dachschräge, hinter mir ist eine Dachschräge. Es wird hier sehr heiß und ich habe mir für die heißen Tage oder abends, wenn ich streame, eine Batterie aus 5 PC-Lüftern gebaut, alle nebeneinander, mit 12 Volt zusammengeklöppelt und die kann ich oben in ein Dachfenster, das passt genau von der Breite her, reinklemmen. Und das habe ich hier halt gemacht, um, wenn es abends kühler wird, hier schnell kühle Luft reinzublasen. Und das war jetzt noch dran und ist jetzt schon nass geworden und die Verkabelung ist jetzt nicht wirklich wasserdicht und es ist halt auch doof, weil der Regen daneben dran fiel, deswegen musste ich einmal schnell das da oben rausruppen. Ja. Ich brauche Bedienstete dafür. Und mir ist aufgefallen, dass ich so schnell in die Pause gegangen bin und hier alle Fenster und so zugemacht habe, dass ich, dass das Spiel die ganze Zeit weitergelaufen ist. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir jetzt fertig sind mit dem Schiff, sondern da ist tatsächlich immer noch ein bisschen was abgebaut werden muss. Ja. Die Temperatur ist jetzt schon wieder gestiegen. Wahrscheinlich, weil ich so in Stress geraten bin, ist die Temperatur gestiegen. Ja, und ich glaube, ich habe eben einen gewischt gekriegt an meiner Konstruktion. Es ist auch eine Konstruktion aus der Hölle. Arbeitsschutz, ja. Quick und Dirty vor 3 Jahren mal gebaut und natürlich wurde aus dem Provisorium eine Dauerlösung, wie das immer so ist. Ja, aber nur 12 Volt habe ich eingewischt bekommen, ne? Also es ist, und maximal 2 Ampere, also es tut weh, ist aber nicht schlimm. Okay, sind wir jetzt hier bald mit dem Ding durch? Nee, sind wir nicht. Ressourcen sehen okay aus. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wo es denn weiter hingeht. Also... erstmal die Quest abgeben, richtig. Ja, am Reservestrom. Was fehlt? Was haben wir denn hier eigentlich? Neue Technologie wird erforscht. Lasergewehr und Laserpistole. Cool. Was fehlt hier denn noch? Wir haben Schutt, den wir noch holen können. Und es ist noch ein bisschen Rumpfschrott da. Okay. Wer könnte denn theoretisch ein Lasergewehr tragen? Beidwelt leider nicht. Frau Höhne auch noch nicht. Real S-Kicker auf keinen, niemals. Und Torben aus dem Norden auch nicht. Frau Höhne irgendwann. Das heißt also, es lohnt sich noch gar nicht, ein Lasergewehr zu bauen. Warum habe ich das denn getan? Muss das nicht verstehen. So, genau, das letzte bisschen Rumpfschrott wird jetzt hier abgebaut. Ja, Rumpfschrott, ja doch, Rumpfschrott. Und es wird ein bisschen Schutt eingesammelt und dann sind wir hier durch. Sehr gut. Müssten wir jetzt gleich hier durch sein, genau. Die Ecke muss noch weg. Ah, die letzte Ecke fehlt noch. Da haben wir 58 Rumpfschrott und dann sollten auch demnächst wieder, ja, meine Leute haben einfach keine Zeit, sollten demnächst auch wieder Rumpfblöcke hergestellt werden. Ja, und das Schild, da fehlt immer noch ein Rumpfblock und da oben fehlen 2 Rumpfblöcke, deswegen sind wir immer noch auf 0, weil alles, was an Rumpfblöcken hergestellt wird, langsam in die beiden Baustellen fließt. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da auch Rumpfblöcke, ja. Besser können als brauchen. Ja, das stimmt. Frank, schönen guten Abend. Moin. Ist da jetzt ein 10 vorne? Was ist ein 10? Was meinst du mit ein 10 vorne? 10?
Wo ist ein 10 vorne? Hilf mir! Meister sagt, muss langsam gehen, muss morgen früh raus. Dann, schön, dass du da warst und einen zauberhaften Abend und gute Nacht und ruhigen Dienst. Ach, shit, da hinten brennt's. Hier haben wir doch aber, genau, hier gibt es die Möglichkeit. Oh, bitte sei gut isoliert, dass wir hier kein Problem bei unseren... Da ist noch das Klo zwischen. Das müsste helfen dabei. Hier haben wir da einen Temperaturregler. Wir können hier noch einen Temperaturregler hinsetzen. Oder an diese Wand. Ich glaube, an diese Wand muss ein Temperaturregler. Lebenserhaltung. Ne, wir machen mal hier einen hin. Noch einen dahin. Und hier haben wir gerade ein Problem schon mit Temperatur. Temperatur, ja. Wir machen hier mal Lüftungsöffnung und Lüftungsöffnung zu. Ja, da verkümmern uns gerade so ein paar Sachen, aber hier wird weiter gekühlt. Ich hoffe, wir können von diesem Beet noch alles retten, weil ich die Lüftung jetzt zugemacht habe. Genau, dann bleibt die Temperatur auch ein bisschen konstant her. Ja, auf dem Klo ist es heiß wie die Hölle. 75 Grad, hier haben wir 93, aber das wird jetzt auch bald abkühlen. Und dann geht das. Hier, Temperatur, hä? Hört ihr das eigentlich in meinem Mikrofon? Dieses Unwetter und das Gedonnere im Hintergrund? Enterprise, Picard? Achso, 10 vorne! Ah! Ja, 10 vorne, natürlich. Ich habe so schnell nicht geschaltet. Das war Ruheraum zentral vorne. Ja, im Prinzip, unsere Küche ist hier vorne. Ich weiß nicht, ob das ein 10 vorne ist, aber hat was davon, auf jeden Fall. Ja. Oh Mann, du bist Landwirt, das heißt 5 Uhr. Ja, denn. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Okay, dann können wir hier mal wieder die Türen aufmachen. So, die Spitze in der Temperatur ist, das Ding ist schon wieder repariert. Hervorragend. Super. Und hier hat es auch gebrannt. Oder wie? Umgebung Rauch, ja. Oder ist der Rauch hier... Ach nee, der Rauch ist hier hingezogen, weil hier ist der Gaswäscher. Irgendwie so. Irgendwie sowas muss es gewesen sein. So, sind wir jetzt langsam hier mal durch mit dem Schiff. Da fehlt noch eine Ecke und dann haben wir es. Und dann können wir wegspringen. Bin jetzt auch eigentlich fast versucht zu sagen, okay, nee, da geht jetzt die Baukapsel hin und dann haben wir alles. Und dann ist es auch jetzt auch mal an der Zeit, dass wir hier mal wegspringen und dass wir... Ich glaube, wir machen noch einen Wrack. Nämlich das hier. Versteck des Piratenpakts? Nö. Wir machen das hier. Eingehende Subraumnachricht. Fracht. Nee, das können wir noch nicht machen. Wir nehmen dieses verlassene Schiff mit, weil es hier auch Eis gibt, weil wir brauchen Eis. Ich meine, wir brauchen alle möglichen Ressourcen, aber wir gehen jetzt mal dahin. Wir bewegen uns mal hier so hin und gucken mal, was in dem kleinen... Das ist... Oh, Aliens. Aliens, okay. Da könnte sich was andocken und... oh Mann. Ist Gott sei Dank nur eins. Aber ich glaube, unsere Punktverteidigung kriegt das nicht weg. Wir müssen dann tatsächlich... So, ihr einmal übergehen. Einmal gute Nacht, bitte. Einmal ausschlafen. Frau Höhne, hör, Aliens entdeckt. Ja, jetzt kommt hier das Ding angeschissen. Und unsere Punktverteidigung muss es kaputt ballern. Und die Punktverteidigung kann nicht mehr drauf schießen.
Jetzt nehmen wir Squab und The Real Panze. Squab und The Real Panze, seid ihr ausgerüstet? Squab, ihr habt beide MPs. Hervorragend. Direktbefehl. Raumanzüge. Und dann geht ihr dahin und alles, was hier rauskommt, das greift ihr euch. Achso, The Real Panze. Direktbefehl. Raumanzug. Squab, du stellst dich dahin. Ne, wobei, du kannst dich auch hier hinstellen. Und guckst bitte in diese Richtung. Und... okay, und du eröffnest das Feuer. Okay. The Real Panze. Einmal dahin. Und ihr beide, ihr schießt jetzt weiter auf dieses Ding. Und es ist weg. Es ist noch ein bisschen, da sind irgendwelche Sporen. Aber ihr könnt jetzt erstmal dahin gehen. Ach, Gott sei Dank. Der Sturm bzw. der heftige Regen ist jetzt ein bisschen vorbei. Das ist ganz wundervoll. So. Gut, legt mal eure Sachen ab. Dann unser Away-Team kann aufgeweckt werden. Erstmal übergehen aus. Direktbefehl und einmal rein mit euch in das Shuttle. Horst gesagt, apropos, hast du noch mal was in der Planung mit dem Landwirtschaftssimulator? Total! Vor allem, weil vor Monaten mich das ZALF, das Leibniz-Institut für Agrar, Zentrum für Agrar und ja, also die machen Landwirtschaftsforschung, ja, angestupst hat von wegen, hey, wollen wir nicht mal wieder einen LS22-Stream machen, weil wir haben eine Mod entwickelt. Die haben mich auf Twitter markiert, ohne dass sie vorher was gesagt haben. Habe ich gesagt, ja, geil, machen wir, total super. Ich habe auch schon ein paar E-Mails hingeschrieben, die haben auch schon mal geantwortet, aber das ist irgendwie, naja, wie das manchmal so ist. Aber das war vielleicht ein bisschen vorschnell. Aber eigentlich habe ich was geplant, ja. Also, ich würde gerne was mit denen machen. Mir fällt jetzt gerade auch so ein bisschen die Zeit, auf Eigeninitiative GesprächspartnerInnen zu suchen für ein Gespräch mit Landwirtschaftssimulator. Aber da das ZALF sich gemeldet hatte, hatte ich eigentlich gedacht, wir können das irgendwie machen. Aber da war bisher nichts. Ich muss denen vielleicht nochmal schreiben. Ist gut, dass du was sagst. Okay. Einmal. Oh. Oh Gott. Okay, das hat ja gut funktioniert. Also auf jeden Fall haben wir den Windbeutel gut erledigt. Und das mit dem Feuer machen hat auch gut funktioniert. Bei Aliens ist das eine ganz wundervolle Sache mit dem Feuer machen, glaube ich. Also das ist sehr effizient. Sonneneruption bevorstehend. Ich glaube, das lassen wir... darauf lassen wir es mal ankommen. Wir haben genug... wir haben tatsächlich genug Nahrung. Das heißt, unsere Nahrung kann ruhig abfackeln. Wir sind, glaube ich, stabil genug, dass wir mal gucken können, was passiert, wenn eine Sonneneruption kommt. Wir haben zwei kleine Schilde. Vielleicht reicht das ja sogar schon, um die... nee, nicht auf die Tür schießen, Leute. Achso, ihr habt auf das Alien geschossen. Gut. Vielleicht reicht das schon, um die Sonneneruption auszuhalten. Aber vielleicht sind wir hier auch gleich mit Sachen fertig. Ja, ich weiß. Famous last words. Horsty. Ich weiß. So, guck da mal rein. Unterlauf-Granatwerfer haben wir entdeckt. Ein Datenlog einmal einsammeln und bitte einmal schießen. Ein Datenlog. Und dann gehen wir einmal hier rein. Das wird alles eingesammelt. Okay. So, da haben wir alle... erledigt. Leider kein neuer
Kein neues Crewmitglied, aber ein paar Blöcke. Das ist sehr schön, das zu sehen. Und ein bisschen Ressourcen. Und dann sammeln wir das alles mal ein. Und das Wasser können wir mitnehmen. Das machen wir auch. Und wir nehmen... Hier fehlt... Wir machen hier hohe Baupriorität. Sobald wir einen Block haben, dann sollten wir... Sonneneruption dauert immer ein bisschen. Sobald wir einen Rumpfblock haben, sollte der hier hinwandern. Und dann haben wir ein fettes Schild. Und dann sollten wir damit... Sollte es Konjunktiv, ich weiß. Sollten wir damit gut gewappnet sein gegen die Sonneneruption. Da ist die Sonneneruption und... Ja, unsere zwei kleinen Schilde haben die Sonneneruption abgehalten. Hui! Abgefahren! Bei Sonneneruption wird wahrscheinlich irgendwie intern gewürfelt, ob denn an irgendeiner Stelle doch ein Feuer ausbricht oder nicht. Aber auf jeden Fall haben wir diese Sonneneruption ganz unbeschadet. Da war ja nix, ja. Nee, da war wirklich nix. Nahrung ist meine geringste Sorge bei einer Sonneneruption, sagt Beidwelt. Ja. Ja, aber das Feuer macht dann auf kurz oder lang immer deine Nahrungsversorgung kaputt. Wenn du nur einen Raum hast mit Nahrung. Das ist halt immer das Ätzende. Da mache ich mir Sorgen drum. Oder worum sollte ich mir Sorgen machen? Etwas, was ich bisher nicht sehe. Beidwelt, verrat's mir. So, hier unten ist das Lager fertig gebaut. Ich kann dem mal Regeln geben. Ich möchte in diesem Lager hier... in diesem Lager möchte ich, dass dort Hyperium gelagert wird. Ich möchte, dass hier Hypertreibstoff gelagert wird. Und ich möchte, dass hier mindestens 3 Energiezellen gelagert sind. Und... Ich möchte, dass hier mindestens 5 Energiestäbe gelagert sind. Und dann gucken wir mal, haben wir mit euch nicht schon Handel getrieben? Unterlauf-Granatwerfer werde ich sowas von nicht verkaufen. Ich verkaufe Gewebe für Geld. Ich verkaufe Biomasse. Ich möchte Energium. Ich brauche Chemierohstoffe. Ihr habt keine Chemierohstoffe. Ich brauche euer ganzes Energium. Ich habe genug Geld. Und einen Energiestab. Von euch möchte ich, ihr kauft auch Biomasse, ist hervorragend. Ihr kauft auch Gewebe, ist hervorragend. Was kauft ihr denn noch? Nichts Spannendes. Nichts, was ich groß verkaufen will. Ich will Energium. Und ich will einen Energiestab. Und ich will Chemierohstoffe, die ihr ebenfalls nicht habt. Wasser ist bei euch im Sonderangebot. Wir könnten Wasser kaufen. Einfach die Ladung voll machen. Dann haben wir ein bisschen was, wenn es schon mal im Sonderangebot ist, ist das vielleicht eine ganz famose Geschichte. Dann haben wir ein bisschen Handel getrieben. Ja, am Reservestrom, wir forschen doch auch schon am Stromgenerator. Ja, das tun wir. Dann kann hier sowas hin und... Ah, jetzt haben wir endlich tatsächlich hier einen... hier zu dem Schild haben wir noch einen Rumpfblock bekommen. Jetzt kommen die Leute auch mal ein bisschen dazu, den Recycler zu bedienen. Das ist ganz hervorragend. Und jetzt haben wir eintreffendes Schiff Handelsföderation. Schön, schön, schön. Was sagt Beidwelt? Oh, Granatwerfer sind super gegen Roboter. Na dann. Wer braucht denn... Zerstörtes kann abgebaut werden. Werf das mal auf den Boden.
Und einmal, nee. Einmal Unterlauf-Granatwerfer für Real-Ass-Kicker. Jawohl. Und Torben aus dem Norden hat immer noch nicht sein Gewehr, weil wir noch kein Gewehr gebaut haben. Das machen wir auch jetzt mal. So, und da wird hinten unser richtiges Schild gebaut. Jetzt fühle ich mich tatsächlich ein klein wenig sicherer. Schön. Schön, schön. So, hier hinten haben wir jetzt... Da haben wir Platz gewonnen. Oh. Mehr Schiffe sind eingetroffen. Mit euch haben wir doch schon gehandelt, oder? Ich habe euch schon alles, allen möglichen Klumpatsch verkauft und ihr habt auch keine... keine Chemierohstoffe. Ihr hättet Energium, ihr hättet Energiestäbe. Oh, wir können euch Weichblöcke verticken. Zwei Weichblöcke, einen Energiestab, finde ich super. Dann hier Handel, Weichblöcke, vier Weichblöcke. Sonst will ich nichts verkaufen. Der Rest ist bei euch sehr teuer. Auch ein... Nehmen wir zwei Energiestäbe und dann haben wir das. Und das Schiff da müssen wir doch jetzt auch gleich auseinandergebaut haben. Und dann können wir wieder große Sprünge machen. Beidwelt sagt, pass auf, dem hast du was anderes zugeordnet. Du hast recht. Unterlauf Granatwerfer. Danke. Das sollte eigentlich automatisch überschreiben, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber sollte und tut, ne, ist so eine Sache. Ja. Erkennt man einem roten Aufrufungszeichen. Ja, genau. Also an dem. Da ist dann, ja, jetzt ist der Unterlauf Granatwerfer am Start. Da bin ich mal gespannt, wie das denn sich so verhält. Bei Robotern. Und die soll man dann ja auch reparieren können.